TV-Strahlung Steven Spielbergs Unheimliche Begegnung der dritten Art. Ja, und wenn Sie schon öfter unseren Filmfilm gesehen haben, dann wissen Sie ja, dass Sie Ihnen vor jedem Film eine Frage stellen, die sich auf den Inhalt bezieht. Diesmal lautet die Frage, aufgepasst, wo findet die Begegnung der Menschen mit den Außerirdischen statt? Nochmal die Frage, wo findet die Begegnung der Menschen mit den Außerirdischen statt? Die Frage ist ganz leicht zu beantworten, die können Sie ganz leicht beantworten, wenn Sie unseren Filmfilm gesehen haben. Machen Sie mit, es lohnt sich, es gibt immerhin eine tolle Reise zu gewinnen. Sie fliegen nämlich zu zweit mit LTU und Meyers Weltreisen für 8 Tage in den Sunshine State nach Florida. Dort erkunden Sie mit dem Mietwagen die schönsten Strände, wie zum Beispiel Miami Beach und Palm Beach. Wir sehen, liebe Zuschauer, es lohnt sich. Ja, und wenn Sie die richtige Antwort wissen, dann schreiben Sie uns ganz einfach und ganz schnell eine Postkarte, und zwar an Sat 1, Kennwort Filmfilm, in 6500 Mainz. 500, nochmal die Adresse, Sat 1, Kennwort Filmfilm, in 6500 Mainz. 500. Einsendeschluss ist der Samstag, das ist der 10. August dieses Jahres. Ja, und damit kommen wir gleich zum Film. Steven Spielberg ist laut den Kinokassen der erfolgreichste Regisseur aller Zeiten. Der Weiße Hai, E.T., die Indiana Jones Trilogie und natürlich der nun folgende Film gehören zu seinen Welterfolgen. Unheimliche Begegnungen der dritten Art ist ein faszinierendes Märchen, ein Science-Fiction-Film mit sensationellen Trickaufnahmen. Die Hauptrollen spielen keine geringeren als Richard Dreyfuss und François Truffaut.